So, hallo liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut, weil wenn nicht, kann ich da leider keine Rücksicht drauf nehmen, denn wir stürzen uns jetzt mitten ins Abenteuer und da brauche ich meine volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Ja, willkommen zurück im Auenland. Willkommen zurück in Hobbingen, genauer gesagt. Ja, was hatten wir denn eigentlich hier zu tun? Verkauft Beutels in der Lobelia Socker und Beutlin. Das war die Aufgabe, die Quest, die wir zu erledigen hatten. Was den guten Bilbo, ich meine Frodo, sorry, den guten Frodo ja etwas traurig gestimmt hat. Der musste ja seinen Geliebten, seiner Hobbit-Höhle da hinten, die er von seinem Onkel Bilbo geerbt hat, verkaufen. So, hier mal einen Pilz. Was kann man den Jungen hier ansprechen? Nee, leider nicht. Okay. So, hallo liebe Schweine. Die haben auch nichts zu sagen. Etwas verschlossen. Und noch ein Pilz. Sehr schön. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich folge jetzt einfach mal hier dem Trampelpfad. Anhalten und lönen! Hä? Ich bin der gefürchtete Räuber Sancho und verlange Tribut. Aber ich bin ein armer Hobbit vom Lande, ohne Gold. Das hat Sandigmann auch gesagt. Also musste der Räuber einen Stab aus seiner Mühle nehmen. Und jetzt geht sie nicht mehr. Ha! Was für ein Stab? Du kannst den gefürchteten Räuber nicht fangen. Wie bitte? Was labert der, ey? Hat er der Mühle demoliert? Also wirklich, sowas macht man aber nicht. Vor allem nicht als kleiner Hobbit-Junge. Schäme er sich was. Der Sandigmann, wo ist denn hier eine Mühle? Naja, das sieht mir nach einer sowas ähnliches wie eine Mühle aus. Hallo, Hall. Hallo, Frodo. Ah ja. Hätten wir das auch geklärt. Na gut, dann eben nicht. Immerhin grüßt er freundlich. Ach so, ja. Ja, genau, das hier ist die Mühle, glaube ich, ja. Sandigmanns Mühle. Ja. Sie sieht etwas freundlicher aus als Fritz Sandigmann. Nett formuliert. Ja, genau, dann war das hier die Mühle. Vom Sandigmann. Mühle von Hobbingen, Ted Sandigmann Besitzer. Ja, einmal reicht. Okay. Vielleicht können wir dem guten Mann ja helfen. Denn das kleine freche Blag hat ihm ja irgendwas gestohlen. Hallo Ted, ich wollte auf Wiedersehen sagen, ehe ich... Ich bin beschäftigt. Tatsächlich? Für mich stehst du nur so herum. Wenn du was von Mühlen verstehen würdest, wüsstest du, dass ich einen wichtigen Bolzen suche, der aus dem Mühlrad gefallen sein muss. Funktioniert die Mühle deshalb nicht? Ach, lass dir deswegen keine grauen Haare wachsen. Ich hab Labkraut nach Dreh geschickt, Ersatz holen. Ich sag's dir, wenn ich ihn finde. Wie sieht er denn aus? Wenn ich ihn nicht finde, dann du schon gar nicht. Aber... sieht wie ein ganz normaler Metallbolzen aus. Guten Tag. Spost. Sucht den fehlenden Metallbolzen, bringt ihn zu Ted. So, der kleine Junge kam aus der Richtung. Hallo, Hall. Oh, hallo, Frodo. Ein wunderschöner Tag für deine Reise nach Kriegloch. Ja, wirklich. Ich bin zu alt für solche Märsche. Kann nicht mal hochklettern, meine Wetterfahne reparieren. Was ist denn damit? Das Ding klemmt. Tut mir leid. Dieser Nichtsnutz Sancho Stolzfuß hat Stöcke danach geworfen. Jetzt dreht sie sich nicht mehr. Ich schaue sie mir an, bevor ich gehe. Das würde mich freuen. Die Leiter steht gleich da drüben. Ja, machen wir doch gerne. Machen wir doch gerne. Wir haben sonst nichts zu tun, wir müssen nur einen ganzen Kontinent retten, aber sonst... Halfast Hornbläser, Beutelhaldenweg 6. Eine epische Adresse. Der alte Gutshof. Drückt F, um in den Zielmodus zu gehen und zielt mit der Maus. Okay, drücken wir mal F. So, und... Rabatz! So, das sollte reichen, ja. Werft einen Stein. Kehrt zu Bauer Hall zurück. Wieder F drücken. Okay, und runter. Komm, komm, komm. Ah, die Steuerung. Diese Steuerung. Da, ja. So, okay. Haben wir's.
kriegen wir jetzt einen Lolli von dem. Hallo, hi. Die Wetterfahne dreht sich wie neu. Schönen Dank dafür. Keine Ursache, Hal. Du hast einem alten Mann geholfen. Das hätte nicht jeder. Und ich danke dir dafür. Ich muss etwas als Belohnung hier haben. Wenn du gestattest, nehme ich einfach den Bolzen, der die Wetterfahne blockiert hat. Hä? Ah, gewiss. Nimm ihn. Vielen Dank. Was kannst du denn damit anfangen? Vielleicht Sandigmanns Mühle reparieren. Du bist ein wahrer Schatz für das Auenland. Man hilft, wo man kann. Guten Tag. Hä? Ah, gewiss. Nimm ihn. Wieder redet er. Wie so ein Spanner. Eine Rente. So, hier, bitte. Zu deinen Bolzen. Soll ich ihn dir in den Arsch schieben? Schau an, das Mühlrad dreht sich wieder. Und das dank Frodo Beutlin. Du hast mir heute einen großen Dienst erwiesen, Beutlin. Oh, danke, Tess. Guten Tag. Oh, danke, Tess. Guten Tag. Ich glaube, die sind bald... Denselben Weg hat Bilbo eingeschlagen, als er sein Abenteuer vor langer Zeit begann. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Sympathielevel sind bei beiden nicht so hoch. Die mögen sich, glaube ich, nicht allzu sehr. So, Auenland, Wasserau. Mal schauen, was es hier so gibt. Oh, auch ein paar nette kleine Hobbithöhlen. Ein Maibaum. Und eine wirklich aufreizend gut aussehende junge Hobbit-Dame. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Frodo. Hallo, Angelika. Wir werden dich vermissen, Frodo. Wahrlich. Du nimmst so eine lange Reise auf dich praktisch zum anderen Ende der Welt. Nur zum anderen Ende des Auenlandes. Das ist so weit weg. Ich hoffe, du kommst eines Tages wieder. Ich auch. Leb wohl, Frodo. Leb wohl, Angelika. Meine Güte. Mi, 50.000 Mal Wortwechsel. Werde ich wohl jemals wieder ein Frühlingsfest um diesen Maibaum sehen? Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht, Frodo. Kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Aber Frodo ist ein Hustler. Also ich denke mal schon. So, was ist das hier für einer? Man kennt ihn im ganzen Auenland als den irren Beutlin. Er macht unserer Seite der Familie Schande. Es wird noch lange dauern, bis der Name Beutlin wieder einen guten Klang hat. Wer? Wen meinst du? Meinst du den Bilbo? Du Spast? Mann. So, und wer ist die Alte hier? Sieht ja schon unsympathisch aus. Ich traue mich gar nicht näher zu gehen. Einmal kurz speichern, vielleicht ist das so ein Endgegner. Neuer Spielstand. Okay, wagen wir's. Hallo Lobelia. Wo ist der Landbüttel? Wo ist dieser Faulpelz Robin Kleinfurch? Weiß nicht. Nun zu Beutelsend. Hör jetzt auf damit, es sind Wölfe im Auenland. Ganz bestimmt sorgt der Landbüttel für Sicherheit. Wie könnte er? Er weiß noch nichts von den Wölfen. Geh, Frodo, hol den Landbüttel. Läute die Warnglocke. Wenn er in Wasserau ist, wird er gelaufen kommen. Dann trödel nicht herum, läute die Warnglocke. Du blödes Stück Scheiße. Fett und irgendwie total nutzlos. Die wohnt 10 Meter entfernt. Okay, nicht ganz 10 Meter von der Warnglocke. Ich komme hier aus Hobbingen gelaufen. Ich werde den nächsten Bauernmarkt verpassen. Dieser Platz wird überquellen von frischen Feldfrüchten. Tja, Frodo, vielleicht solltest du es dir doch mal überlegen, ob du abreißt. Also ich meine... Naja, gut, dann läuten wir jetzt mal hier die Glocke, weil die Lobelia offensichtlich nicht dazu in der Lage ist. Die ist zu sehr damit beschäftigt, nutzlos in der Gegend rumzustehen. So, Zielmodus. So, ich habe die Warnglocke geläutet. Was geht hier vor? Ich dulde kein unnützes Läuten. Ich habe geläutet. Lobelia lässt wissen, dass Wölfe im Auenland sind. Oh, ist das alles? Ich kenne das Gerücht, aber niemand hat diese Wölfe gesehen. Nicht mal Lobelia. Oh, wenn Wölfe ins Auenland kommen, jagen die Grenzer sie weg. Genau wie Füchse und dergleichen. Schön, dass das Auenland sicher ist. Ist das alles? Im grünen Drachen wartet ein Bierchen auf mich. Ah ja, Alkohol während des Dienstes. Ah ja, das ist wirklich vorbildlich. Der Grenzer hat's echt drauf. So, jetzt habe ich hier die Warnglocke geläutet. Vielleicht ist Lobelia ja jetzt
in der Lage, mental hier irgendwie den Verkauf über die Bühne zu bringen. Oha, endlich ist jemand aufgewacht und hat die Glocke geläutet. Jetzt wird das Auenland wieder sicher. Hoffentlich. Also, worüber wolltest du mit mir sprechen? Fass dich kurz, ich habe eine Menge Arbeit. Es geht um Beutelsend. Du wolltest es doch kaufen. Was? Aber ich dachte, du lügst. Ach, listiger Bursche. Ich glaube dir erst, wenn ich die Besitzurkunde habe. Hast du sie dabei? Die Besitzurkunde von Beutelsend. Oh, ich kann's kaum glauben. Die Besitzurkunde von Beutelsend. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Der Schlüssel von Beutelsend ist bei Meister Gamchi im Beutelhaltenweg 3. Was? Gamchi? Dieser dreckige Bauer und sein Sohn könnten Beutelsend in der Nacht ausplündern. Guten Tag, Lobelia. Ja, dir auch einen guten Tag. Mein kleiner Loto wird sich freuen. Beutelsend, endlich. Oh, warum lässt du dich nur mit seinesgleichen ein, Frodo? Bauern, Zwerge und Zauberer als Freunde. Aber deine Verwandten hast du nicht mal zum Tee eingeladen, also wirklich. Ja, warum wohl? Warum hat er das wohl nicht getan, liebe Lobelia? Wieso hat er das wohl nicht getan? Ist echt schwierig, die am Kopf zu treffen. Warte. Boah. Die hat echt Nehmerqualitäten. Steht die da wie eine 1. Das muss man ihr lassen. Also ich hätte auch mal gezuckt vielleicht. Naja, gut. Die ist eben eisenhart. So, wer ist das hier? Guten Tag, alter Mann. Hallo, junger Beutling. Alles Gute zum Geburtstag. Hab Dank, Väterchen Zweibein. Hab deinen Zauberer lange nicht gesehen. Ich vermisse das Feuerwerk. Ich auch. Ich entsinne mich noch an den Tag, als diese Zwerge zu Herrn Bilbo kamen. Zwerge und ein Zauberer. Das Leben ist jetzt ruhiger. Da bin ich nicht so sicher. Man hört neuerdings seltsame Geschichten. Längst tote Grabunholde erwachen beim alten Wald. Große Armeen im Osten und Süden. Zwerg und großes Volk fliehen. Elben reisen nach Westen und kommen nicht wieder. Aber ich schweife ab. Angenehme Reise. Ja, das beunruhigt einen auch gar nicht, die Storys, die da einem hier erzählt. So ein Schlingel. Der das wohl extra gemacht hat? Nein, glaube ich nicht. Das ist ein netter Gevatter. Aber wenn ja, ist er echt raffiniert. Ein bisschen Psychospielchen hier mit uns getrieben. Ich frage mich auch, wer da die Infos hat. Zum grünen Drachen Wasserau. Da geht es auf einmal jetzt erstmal rein. Das ist ja ein wohlbekanntes Gasthaus. So, holt den einen Ring aus Beutelsend. Dann machen wir das erstmal. Hätten wir aber auch direkt mitnehmen können, ehrlich gesagt. Naja, ist ja nicht so fatal jetzt. Aber ich finde es wirklich schade, dass das jetzt unbedingt an die Lobelia verkauft werden musste. Also ich muss ehrlich gestehen, ich finde die nicht äußerst, nicht besonders sympathisch, aber... der Frodo wird schon wissen. Der wird schon wissen. Wahrscheinlich will er, dass es in der Familie bleibt. Auch wenn die Familie, weiß ich nicht, nicht gerade so großartig ist. Na gut. Kann man hier hochlaufen? Ja, das geht. Dann holen wir mal den einen Ring, das gefährliche Utensil. Schon mal eine mentale Barriere aufbauen gegen die verderbenden Kräfte. Es wird Zeit für mich und den Ring, Hobbingen zu verlassen und diese Reise anzutreten. Das ist die richtige Einstellung, immer vorausblickend. Er hat schon ein paar heroische Qualitäten, der Frodo, das muss man ihm lassen. Tja, wo war das denn jetzt nochmal? Ich verirre mich hier irgendwie immer. Damals. Boah. Habt ihr das gehört? So ein episches Geräusch. Bringt Ohm Gamchi in Beutelhallenweg 3 den Schlüssel vom Beutelsend. Bringt den einen Ring nach Bruchtal. Oh. Ah ja, die Quest könnte etwas dauern. Also das ist schon irgendwie lustig, ne? Bringt Ohm Gamchi in Beutelhallenweg 3 den Schlüssel von Beutelsend. So eine Mini-Mini-Mini-Quest. Und dann direkt darunter bringt den einen Ring nach Bruchtal.
ja, das so, steht so beides auf einer Stufe, würde ich sagen. Na gut. Hätten sie ja wenigstens farblich markieren können, so nach Schwierigkeitsgrad oder so. Okay. Oh. Später an diesem Abend. Hat jetzt ganz schön lange gedauert, hier durch die Tür zu treten, so ein paar Stunden. In der Zwischenzeit ist schon die Sonne untergegangen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Nee, hier ist der Garten. Ein Reiter, ganz in Schwarz. Oh. Nein, Herr Beutlin ist fort, heute Morgen abgereist. Warum ist Beutlin fort? Also, das geht euch doch nichts an. Wo ist Beutlin hin? Das ist kein Geheimnis. Nach Bockenburg oder so. Ist dieser Ort weit von mir? Ja, ein gutes Stück die Oststraße runter. Bin selbst nie da gewesen. Seltsame Leute dort in Bockland. Kannst du eine Nachricht schicken? Nein, das kann ich nicht. Und jetzt gute Nacht. Yeah. Boah, Wende in Zeitlupe. Und dann geht's ab in die Nacht. Gut, Meister Gamgee. Guten Abend, Frodo. Ein seltsamer Reiter hat nach dir gefragt. Den möchte ich lieber nicht kennenlernen. Ich auch nicht. Seine hohle Stimme war richtig gruselig. Wo ist Sam? Er hat auf dich gewartet, aber dieser elende Pippin Tuck kam ihn abholen. Er sagte, sie treffen dich auf Margots Hof. Irgendwas von einer Abkürzung. Was haben die vor? Keine Ahnung. Pippin schien sehr zufrieden mit sich, aber Sam wirkte nicht besonders glücklich. Hoffentlich macht er keinen Unsinn. Na, hier ist der Schlüssel von Beutels Entfüllobilia. Ich sehe Sam wohl dann auf Margots Hof. Guten Abend, Meister Gamgee. Okay. Boah, Alter. Aber wie entspannt er einfach mit einem der neuen Reiter gesprochen hat. Schleicht, um nicht entdeckt zu werden, drückt die Umschalttaste und W, um zu schleichen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Gib den Ring her. Der schwarze Reiter hat euch erwischt, der eine Ring wurde euch genommen und zu seinem Schöpfer Sauron zurückgebracht. Eure Quest ist fehlgeschlagen. Weiter mit der Eingabetaste. What the fuck? Scheiße. Nein. Oh, nee. Hallo, Lobelia. Wo ist der Landwirt? Oh, Mann, jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Aber ganz schnell, aber ganz schnell. So, ich hab... Ja, haben wir erledigt. So, jetzt nochmal schnell hier verkaufen. Ah, verdammt. Oha, endlich! Ups, einmal zu viel Escape gedrückt. Hä? Ah ja. Okay, haben wir gemacht. So, ich hatte eben noch was gesehen. Das hatte ich übersehen. Beziehungsweise ist mir das erst im Nachhinein aufgefallen. Hier, das sind doch Merry und Pippin, oder? Hallo, Frodo. Was hat dich aufgehalten? Hat dieser Nichtsnutz Sam Gamgee nicht gesagt, dass wir hier sind? Lasst Sam in Ruhe. Was führt euch zwei Halunken nach Wasserau? Frühstück. Auch wenn schon Mittagszeit ist. Setz dich doch. Ihr seid nur zum Frühstück hergekommen? Psst. Ist ein Geheimnis. Sag ihm nichts. Zu spät. Unser Geheimnis ist keins mehr. Also können wir es ihm jetzt auch sagen. Weil du doch am Hof des alten Margot vorbeikommst, wollten wir seinen Garten mal wieder besuchen. Drei Gefährten. Wie in alten Zeiten. Erinnerst du dich an die Pilze? Ich erinnere mich an seine wilden Hunde. Frodo hat wohl Angst. Hast du Angst, Pippin? Nie und nimmer, Merry. Bellende Hunde beißen nicht. Der alte Margot wollte sie auf mich hetzen. Nur weil er dich erwischt hat. Sei diesmal vorsichtiger. Erinnerst du dich an den Duft des Pilzragouts? Euch Schurken sollte man in den Kerker werfen. Aber ich liebe Pilze. Also abgemacht. Wir treffen uns auf Margots Hof. So, das war's nämlich. Das, wovon der alte Gamgee uns erzählt hat. Hallo, Meister Gamgee. Oh, hallo, junger Frodo.
Ich hoffe, mein Sam pflegt deinen Garten in Krickloch wirklich gut. Wenn er nachlässig ist, lass es mich wissen. Er ist ein guter Arbeiter, Meister Gamgee. Eine Zimperliese ist er nicht, aber danke, dass du den Jungen mitnimmst. Seid vorsichtig auf der Straße. Man hört seltsame Geschichten. Hungrige Wölfe wurden im Südviertel gesehen. Hab ich von Hugo Straffgürtel im Efeubusch gehört. Wölfe? Im Auenland? Das habe ich auch gesagt. Wölfe im Auenland? Mein alter Vater erzählte mir davon, als ich noch ein Junge war, dass ich es selbst noch erlebe. Ich hoffe, die Wölfe verschwinden bald wieder. Lebt wohl, Meister Gamgee. Oh ja, das war jetzt auch nett. Grouse-Bild. Ja, wird ja immer wilder werden, die Geschichten hier. Das Auenland scheint nicht mehr sicher zu sein. Sei gegrüßt, Rosi. Sei ebenfalls gegrüßt, Frodo. Ich wünsche eine angenehme Reise. Wo ist Samwise? Wir treffen uns noch vor dem Aufbruch. Du kommst doch von Zeit zu Zeit wieder, Frodo. Ich hoffe es sehr. Vielleicht kannst du diesem Samwise etwas Benimm beibringen. Was hat er getan? Nichts, das ich wüsste, aber wahrscheinlich gehört er zu den Scherzbolden, die die Warnglocke von Wasserau geläutet haben. Wenn wir sie je brauchen, hält Büttel Robin es vielleicht wieder für einen dummen Jungenstreich. Sam würde sowas niemals tun. Vielleicht. Na, viel Glück in Wasserau. Komm so oft wieder, wie du kannst. Ja, das ist doch, glaube ich, die zukünftige Frau von Sam, wenn ich mich richtig erinnere. Die scheint schon damals eine Schwäche von ihm gehabt zu haben. Eine Schwäche. Ja, dann nehmen wir es nochmal in Angriff. Also zurück noch einmal nach Beutelsend. Insofern hat sich das ja gelohnt. Hatten wir diese Dialoge, hätten wir sonst links liegen lassen, sozusagen. Und dann versuche ich gleich nochmal mein Glück. Tja, müssen wir dann gleich mal direkt von der Straße runter. Der hat uns ja instant erwischt. Gar keine Chance gehabt. Der schwarze Reiter. Aha, eben ist er nicht geschlichen. Komisch. Da wissen wir jetzt also, Umschalttaste und W. Und ich hoffe, dass ich das dann irgendwie hinbekomme. Tja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie immer. Das wird echt hart. Also wir müssen ja den ganzen Weg, den wir jetzt gerade hier hingelaufen sind, müssen wir dann schleichen. Die dürfen uns nicht entdecken und den Ring sollten wir in der Möglichkeit auch nicht aufsetzen, denn für die Leute, die sich ein bisschen... Es wird Zeit für mich und den Ring, Hobbingen zu verlassen und diese Reise anzutreten. Genau, das hatten wir ja schon. Boom. So, haben wir den Ring wieder. Und ich speichere jetzt schon mal, vorsichtshalber. Okay. Ja, das können wir überspringen. Aha, ja, hatten wir schon. Abends, Meister Gans. Okay, haben wir übersprungen. So, jetzt noch einmal speichern. Und schnell runter von der Straße. Okay, so. Boah, Mann, ich krieg jetzt hier schon einen Adrenalinschub. Das habe ich früher gespielt, ey, als ich noch jünger war. Da habe ich mir immer fast in die Hose gemacht. Ich habe so ewig gebraucht, bis ich den endlich entkommen war, den schwarzen Reitern. Aber Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Boah, da habe ich jetzt schon sowas von Bock drauf. Okay, da hinten sind schon die Schatten. Oh, gruselig. Ja, ich hoffe, ihr hattet Vergnügen in dieser Folge. Die nächste wird auf jeden Fall nicht minder vergnüglich. Oh, Mann, man ist nirgendwo sicher. Ja, okay, also ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Und bis dann, Freunde.